Namaste. Manchmal fühlen wir uns morgens oder auch wenn wir den ganzen Tag über gesessen haben oder unterwegs waren, so ein bisschen steif und sehnen uns nach Mobilisation, nach Dehnung, nach ein bisschen Streckung im Körper. Und genau für diese Momente ist diese Praxis, die jetzt folgt. Komm in eine bequeme, aufrechte Sitzhaltung. Du kannst in die kreuzbeinige Sitzhaltung kommen, dann zieh nochmal so ein bisschen das Gesäß nach hinten und zur Seite raus, sodass du deine Sitzbänder am Boden spürst. Aber es geht auch immer an Fersensitz und wann immer dir die Aufrichtung der Wirbelsäule schwerfällt, setzt du dich einfach ein klein bisschen höher auf ein Kissen oder auf den Block. Dann leg die Hände erstmal ganz bequem auf deine Beine, richte dich nochmal bewusst auf und schließ deine Augen. Spür in dich hinein und nimm wahr, wie es dir jetzt in diesem Moment geht, wie du dich jetzt gerade fühlst. Nimm auch wahr, wie dein Körper sich anfühlt. Alles, was jetzt ist, darf sein. Nimmst dir jetzt Zeit, ganz bei dir anzukommen. Beginnen mit Prana Vinyasa Mudra. Mit der nächsten Einatmung hebt die Arme über die Seiten an, die Handflächen nach oben. Und ausatmen, bring die Hände an deiner Körpervorderseite nach unten und auch die Handflächen zeigen jetzt nach unten. Einatmen, hebt die Arme weit über die Seiten an. Und ausatmen, lass die Hände an der Körpervorderseite sinken. Spür erdende Kraft, Apana. Und spür auch Prana, die aufsteigende Kraft. Spür die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Nimm dir Zeit, deinen ganz eigenen Rhythmus, deinen eigenen Puls zu finden. Und lass dabei den Atem deine Bewegung führen. Wenn jetzt deine Arme das nächste Mal über dem Kopf angekommen sind, dann leg die Handflächen aneinander und mit der nächsten Ausatmung lass die Hände sinken vor dein Herz. In der nächsten Ausatmung erlaub auch dem Kopf zu sinken, entspann den Nacken.
Dann beginn langsam zu blinzeln, deine Augen zu öffnen. Und wenn dein Blick wieder klar ist, dann heb mit der nächsten Einatmung auch langsam wieder den Kopf. Dann nimm die Arme jetzt zu den Seiten, leg deine Hände auf die Schultern, die Daumen nach hinten, die Fingerspitzen nach vorne und dann beginn in den Schultern zu kreisen. Eine ganz große Bewegung. Versuch die Ellbogen dabei so eng wie möglich zusammenzunehmen. Und dann wechsel die Richtung und kreis jetzt mit den Armen nach hinten. Und auch hier versuch die Ellbogen so eng wie möglich zusammenzunehmen, lass die Bewegung ganz groß sein. Komm wieder in deiner Mitte an, breite die Arme zu den Seiten aus und dann kreuz den rechten Arm über den linken. Winkel die Arme an, deine Handflächen schauen nach außen und dann wickel die Arme noch einmal umeinander. Vielleicht kannst du den Daumen greifen, vielleicht sogar die Handflächen aneinander legen. Erlaub den Schultern locker zu sinken, heb die Ellbogen etwas an auf Schulterhöhe und dann schieb die Ellbogen sanft gegeneinander und ganz bewusst atme jetzt nach oben in deinen oberen Rücken, in den Brustkorb, dahin, wo du eine Dehnung wahrnimmst. Der nächsten Einatmung hebt die Arme noch etwas weiter und ausatmen, lass die Arme sinken, werde rund im oberen Rücken, lass den Kopf los. Einatmen für aufrichten, die Arme heben und ausatmen rund werden. Ein und aus. Ein und aus. Einatmen, komm wieder zurück und dann löst die Hände, löst die Arme wieder zu den Seiten. Und jetzt kreuzt den linken Arm über den rechten. Winkel die Arme an, Handflächen schauen nach außen, wickel die Arme noch einmal umeinander, vielleicht greifst du den Daumen. Vielleicht legst du die Handflächen aneinander, lass die Schultern locker, heb die Ellbogen an und schieb für einen Moment deine Ellbogen sanft gegeneinander und atme wieder nach oben in den oberen Rücken. Spür die Dehnung im oberen Rücken. Dehnung, die sich mit jeder Einatmung etwas verstärkt und sich mit jeder Ausatmung auch wieder etwas löst. Der nächsten Einatmung hebt die Arme etwas mehr und ausatmend werde rund im Rücken, lass den Kopf sinken. Einatmend wieder aufrichten, die Arme heben und ausatmend rund werden im oberen Rücken, den Kopf loslassen. Ein und aus. Ein und aus. Einatmend, komm zurück. Löst die Hände, löst die Arme zu den Seiten und dann winkel die Arme an, sodass deine Fingerspitzen jetzt nach oben schauen.
Mit der Ausatmung beginnen die Schulterblätter nach hinten zu ziehen in den Rücken. Deine Ellbogen sind auf Schulterhöhe. Gegenbewegung zu Garudasana, zu den Adlerarmen. Brustkorb öffnen, dein Herz öffnen. Und dann löse langsam wieder, lass die Arme sinken. Und vielleicht kommst du über die Knie nach vorne, vielleicht nimmst du die Beine über die Seiten und du kommst jetzt in den Vierfüßlerstand. Nimm die Knie hüftbreit, die Hände platzierst du unter deinen Schultern und dann beginn dich so ein bisschen zu den Seiten zu dehnen. Nicht in dieser ganz klassischen Form Katsuku, sondern versuch dich ein bisschen freier zu fühlen in deiner Bewegung. Einfach mal zu schauen, was dein Körper jetzt braucht. Hinten ziehen, zu deinen Fersen, diese seitliche Dehnung gehen, versuch dich frei zu fühlen jetzt von jeglichem Muster, einfach spüren, was dir jetzt gut tut. Die Hände dürfen gerne ein bisschen weiter nach vorne greifen. Muster in der Bewegung für den Moment aufzulösen, wirklich zu spüren, was tut gut. Dann komm wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Und dann setz jetzt deine rechte Hand vor deine linke Hand, so ungefähr 2 Handlängen weiter nach vorne. Und mit der Ausatmung lass das Gesäß nach hinten sinken, Richtung Fersen. Und spüre jetzt ganz bewusst diese Dehnung in deiner rechten Seite. Atme tief in die rechte Seite. Einatmen und komm wieder zurück. Setz die Hand wieder parallel zur linken Hand und dann nimm die linke Hand vor die rechte. Und mit der Ausatmung lass wieder das Gesäß Richtung Fersen sinken und zieh die linke Flanke in die Länge. Atme ganz tief in die linke. Einatmen, komm langsam wieder zurück, die Hände wieder nebeneinander aufsetzen. Und mit deiner nächsten Einatmung heb jetzt den linken Arm zur Seite an und ausatmen, fädel den linken Arm unter dem rechten durch. Einatmen, den Arm wieder zur Seite heben und ausatmen, durchfädeln. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Setz die linke Hand wieder zurück zum Boden und mit der nächsten Einatmung heb den rechten Arm und ausatmend fädel dich durch. Einatmen, den Arm heben. Und ausatmen, durchführen.
ein und aus. Ein und aus. Einatmen und komm wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Streck die Arme, schau nochmal, dass die Hände unter den Schultern sind. Und mit der Ausatmung roll dich jetzt nach oben in den Katzenbuckel. Und einatmend beginn im Becken, langsam kommen ins Hohlkreuz, in die Kuh. Ausatmend in den Katzenbuckel. Und einatmend in die Kuh. Und wann immer du merkst, dass der Rücken das nicht so mag, bleibst du einfach, wenn du in die Kuh gehst, in der Kragenhaltung, ausatmend in den Katzenbuckel und ein, aus und ein, aus. Und ein. Noch einmal aus. Jetzt bleib, schieb die Hände ganz kraftvoll in den Boden. Vielleicht kommst du noch ein bisschen weiter nach oben mit dem Rücken und lässt den Kopf noch mal ganz locker hängen. Der Ausatmung, zieh das Gesäß wieder weit nach hinten zu den Fersen und einatmend roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf in den Fersensitz und nimm noch einmal die Arme mit nach oben und ausatmend lass die Hände wieder an der Körpervorderseite sinken, Apana spüren, die erdende Kraft und einatmend Prana, die aufstrebende Kraft. Spür diese Verbindung zwischen Atem und Bewegung. Leg wieder die Handflächen über dem Kopf aneinander, lass die Hände sinken vor dem Herz. Spür nach. Erlaub den Händen auf die Beine zu sinken. Du beginnst mit so einer ganz kleinen Bewegung ausatmend, das Becken hinten kippen und einatmend wieder aufrichten. Und spür diese Bewegung jetzt wirklich nur in deinem unteren Rücken. Je nachdem, wie die Bewegung sich jetzt für dich anfühlt, bleibst du in dieser ganz kleinen Bewegung oder du lässt die Bewegung langsam ein bisschen größer werden, sodass du immer wieder ein bisschen mehr von der Wirbelsäule mit in die Bewegung nimmst. Lies mit deinem Atem. Weißt, wann immer der Fersensitz nicht deine Position ist, darfst du auch jederzeit in die kreuzbeinige Sitzhaltung wechseln. Ganz egal, ob deine Bewegung jetzt ganz groß ist oder vielleicht auch ganz klein ist,
Nimm dir Zeit und lass die Bewegung auch ganz langsam wieder ausklingen. Nimm die Hände für einen Moment vor dein Herz, die Handflächen aneinander, spür kurz nach. Langsam die Augen wieder öffnen und stell die Hände vor dir auf, noch einmal unter deine Schultern. Lass mit der Ausatmung das Gesäß nach hinten sinken. Jetzt wander mit den Händen nach vorne, nimm die Hände etwas weiter, die Schulter breit auseinander, spreiz die Finger. Mit der nächsten Einatmung komm zurück in den Vierfüßlerstand, stell die Fußzehen auf und ausatmen, streck dich in den herabschauenden. Bringst du hier abwechselnd die eine, die andere Ferse Richtung Boden, spürst in die Beinrückseiten. Nimm auch gerne die Flanken nochmal so ein bisschen mit in die Dehnung, indem du immer abwechselnd auf der Seite, wo dein Bein gestreckt ist, unterm Arm durchschaust, nach oben Richtung Decke. Genüssliches Strecken und Dehnen. Finde dich ein in deinem herabschauenden Hund. Beug nochmal die Knie ein bisschen, schieb den Oberkörper nach hinten, streck das Gesäß mehr Richtung Decke. Vielleicht streckst du noch ein bisschen mehr die Beine und lässt auch die Fersen etwas sinken. Und mit der nächsten Einatmung halte den Körper hinten, heb nur die Fersen an und stell dir vor, wie die Sitzbeinhöcker noch mehr Richtung Decke ziehen. Ausatmend, lass die Fersen wieder sinken. Einatmend, die Fersen weit heben, Sitzbeinhöcker ziehen nach oben und ausatmend sinken lassen. Ein und aus. Einmal ein und aus. Mit der nächsten Einatmung setz jetzt den rechten Fuß nach vorne, mach den Rücken rund zwischen deine Hände. Nimm das linke Knie zum Boden, komm ein bisschen mehr auf die Fingerspitzen. Schau nochmal, dass Knie und Ferse in einer Linie sind. Und dann lass das Becken nach vorne, nach unten sinken, heb den Blick etwas an, spür die Dehnung in deinem linken Oberschenkel. Dann leg den linken Fußrücken ab und mit der nächsten Ausatmung streck das rechte Bein, zieh die Fußzehen ran, lass den Blick vorne am Mattenrand und einatmen, beug das Ausatmen, das rechte Bein strecken, lange Wirbelsäule und einatmen und beugen. Aus und ein. Noch ein letztes Mal ausatmen, strecken und einatmen und beugen. Dann stell die Fußzehen wieder auf, heb das linke Knie und geh einen Schritt zurück in den herabschauenden Hund. Den nächsten Einatmung, mach den Rücken rund, setz den linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände, erde dein rechtes Knie und wieder schau, dass Knie und Fuß, Ferse untereinander stehen, komm auf die Fingerspitzen, dass das Becken nochmal etwas nach vorne, nach unten sinken, heb den Blick, spür wieder die Dehnung. Dann leg den rechten Fußrücken ab
Mit der nächsten Ausatmung beginnen das linke Bein zu strecken, zieh die Fußzehen ran. Die Wirbelsäule bleibt ganz lang, Blick vorne am Mattenrand. Und einatmen und wieder beugen. Ausatmen, strecken. Und einatmen und beugen. Aus. Und ein. Noch einmal aus. Und ein. Wieder stell die Fußzehen auf, heb das rechte Knie und geh einen Schritt zurück in den herabschauenden Hund. Und vielleicht stellst du hier dann die Füße zusammen und mit der Ausatmung beug beide Knie nach rechts, einatmen zur Mitte und aus nach links. Ein zur Mitte, aus nach rechts. Ein zur Mitte und aus nach links. Dann komm wieder mit der Einatmung in der Mitte an. Setz langsam die Knie zurück zum Boden. Lass das Gesäß nach hinten sinken zu den Fersen. Mit der nächsten Einatmung roll dich ganz langsam nach oben auf in den Fersensitz. Und ja, nimm die Arme mit nach oben. Und ausatmen, dreh dich jetzt nach rechts. Nimm die linke Hand an den Oberschenkel, die rechte Hand entweder hinter dir aufsetzen oder vielleicht greifst du mit dem rechten Handrücken an deinem Rücken entlang Richtung dem linken Oberschenkel. Einatmen, streck dich im Rücken, ausatmen, dreh noch etwas weiter. Du weißt, wann immer dieser Fersensitz unangenehm für dich ist, setz dich vielleicht mit dem Block ein bisschen höher. Oder du gehst ganz in die kreuzbeinige Sitzhaltung. Mit der nächsten Einatmung dreh dich wieder zurück nach vorne, heb die Arme an und ausatmen, dreh dich zur linken Seite. Setz die Hand hinter dir am Boden, vielleicht krabbelst du an deinem Rücken entlang Richtung rechtem Oberschenkel. Einatmen, streck dich aus, atmen, dreh nochmal etwas weiter. Einatmen und komm zurück zur Mitte, heb beide Arme an und ausatmen, spür Apana, die Erdenenergie, lass die Hände vor dem Körper sinken und einatmen, heb die Arme über die Seiten an, Prana, die aufsteigende Energie, aus. Und ein. Aus. Und ein. Leg die Handflächen über dem Kopf aneinander und wieder lass die Hände sinken vor dem Herz. Langsam öffne deine Augen und setz dich einmal zur Seite weg. Streck die Beine nach vorne aus und komm dann ein bisschen weiter auch nach vorne auf deiner Matte, sodass du genug Raum hast, dich nach hinten abzulegen. Stell die Füße vor dir auf, nimm die Arme neben die Beine und mit der Ausatmung komm ganz, ganz langsam Wirbel für Wirbel nach unten. Gerne kannst du dich auch an den Schienbeinen festhalten und dich hier langsam ablegen.
Wenn du unten angekommen bist, stell die Füße hüftbreit hinterm Gesäß auf und leg dann dein rechtes Fußgelenk auf das linke Knie von vorne. Greif an den rechten Oberschenkel und schieb den rechten Oberschenkel so ein bisschen weg von deinem Körper. Und vielleicht bleibst du hier, vielleicht kannst du diesen Winkel von deinem rechten Bein beibehalten und dir den linken Oberschenkel greifen. Vielleicht sogar dein linkes Knie. Und auch hier bleib für einen Moment. Spür jetzt den Zug über deine rechte Gesäßhälfte in den rechten Oberschenkel, die Hüftöffnung. Und wenn immer du das Gefühl hast, dass die Wirbelsäule vom Boden abgehoben ist, der untere Rücken versucht, den unteren Rücken wieder so ein bisschen mehr Richtung Boden sinken zu lassen. Löse langsam, stell beide Füße wieder hinterm Gesäß auf und wechsel dann die Seite, leg dein linkes Fußgelenk von vorne auf dein rechtes Knie, greif zu deinem linken Oberschenkel und schieb den wieder so ein bisschen weg vom Körper. Wenn du den Winkel beibehalten kannst, greif dir vielleicht den rechten Oberschenkel, vielleicht auch dein rechtes Knie. Vielleicht kannst du auch einen Unterschied jetzt spüren zur anderen Seite. Meistens sind die Seiten sehr unterschiedlich. Und wenn du merkst, dass der untere Rücken noch nicht am Boden liegt, lass ihn vielleicht wieder ein bisschen mehr sinken. Und atmen. Löse langsam wieder. Wieder stell die Füße etwas weiter auseinander hinterm Gesäß auf und diesmal lass die Knie für einen Moment nach innen sinken. Und dann komm in Supta Baddha Konasana in den liegenden Schmetterling. Leg jetzt deine Fußsohlen aneinander, die Füße so nah ans Gesäß rannehmen, wie es dir möglich ist. Wenn eine bequeme Haltung, leg die Hände vielleicht auf den Bauch, vielleicht eine Hand auf das Herz, auf den Bauch. Manchmal ist es auch ganz angenehm, die Hände in die Leisten zu legen. Und dann schließ hier deine Augen. Erlaubte Praxis zu wirken. Supta Baddha Konasana ist eine Haltung, die deinem Herzen auf eine sehr sanfte Weise viel Raum schenkt. Du bekommst hier satte Erdung und bist über die Körperrückseite ganz wunderbar getragen. Und aus dieser Sicherheit heraus kannst du die Öffnung deiner Vorderseite, besonders deiner Hüften und die des Herzens zulassen. In dieser Haltung
signalisierst du Offenheit und Empfänglichkeit für neue Impulse, für Visionen und Ideen. Ganz langsam. Komm jetzt wieder zurück. Beweg deine Hände, deine Füße, dein Gesicht. Vertief deinen Atem. Magst, dann streck dich nochmal. Zieh dann die Knie zu dir an, dreh dich für einen Moment noch auf deine rechte Seite. Ganz langsam komm dann nach oben zum Sitzen, noch mit geschlossenen Augen. Nimm dir noch einen Moment Zeit, zurückzukommen. Und auf dem Kinn zum Brustbein zu sinken. Zu blinzeln, die Augen zu öffnen. Und wenn dein Blick wieder klar ist, dann heb auch langsam wieder deinen Kopf. Namaste. Ich hoffe, die heutige Praxis hat dir gut getan. Du fühlst dich jetzt wohl und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.